Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Soulstorm. Wir haben Kaurava 1, 3 und 4 erobert und jetzt wird es langsam aber sicher Zeit, den Angriff auf Kaurava 3 zu planen. Wir werden gleich rüberspringen und zuerst ein relativ schnelles Scharmützeln mit den letzten Dark Eldar-Truppen haben, die da sind. Die dürften nicht sonderlich stark sein. Und danach wird es gegen die Tau gehen, denn ich denke mal, das wird am besten sein, weil wenn ihr hier mal guckt, wir haben es jetzt hier so schön, ne? Also wir müssen auf jeden Fall in diese Provinz, klar, weil sie das Warpgate hat und der Mond ist nur von hier, beziehungsweise ich glaube von den Space Marines aus erreichbar. Wenn wir das erledigt haben, ziehen wir uns hierhin wieder zurück und greifen dann die Orks an und holen uns dann halt eben diese oder jene Provinz, je nachdem, wo sich gerade die Space Marine Armee rumtreibt und dann greifen wir als letztes den Space Marine Außenposten an. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, ich werde jetzt im Verlauf der nächsten Mission etwas häufiger speichern, weil irgendwie, weiß ich nicht, unter Windows 10 möchte mein Soulstorm nicht mehr so richtig. Und schmiert regelmäßig ab, das hatten wir ja schon mehrfach. Und es wird nicht besser. So, und deswegen möchte ich da auf jeden Fall für sorgen, dass wir hier am Ende des Tages dann irgendwo nicht am laufenden Meter neu starten müssen, beziehungsweise ich. So. In deinem Namen. Hier kommt der Immolator! Hier kommt der Immolator! Eine gute Entscheidung. Wir gehen! Ich diene. Bauprotokoll beendet. So, hilf mal. Wir haben das Stück Land erobert, Seraphim-Trupp. Wir werden diese Stellung erobern. Genau, Utzelbrutzel den mal eine Runde. So, jetzt brauchen wir 5 Trupps. Und da werden wir einfach auch gleich mal hier einen entsprechenden Punkt setzen. Eine gute Entscheidung. Ich bin das Letzte, was sie sehen werden. Sehr schön. Schwestern melden sich zum Dienst. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir erobern für das Imperium. Hier kommt der Immolator. Stellung gesichert. Schwestern melden sich zum Dienst. Eine gute Entscheidung. So, dann könnt ihr hier schon mal gleich ein bisschen Unruhe stiften. Wir kennen unsere Aufgabe. Schwestern melden sich zum Dienst. Ich bleibe rein. Imperator, gib uns die Herrschaft über diesen Ort. Ich werde euch erschlagen. In deinem Namen. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Könntet ihr vielleicht erstmal dagegen halten hier, ihr? Wir kennen unsere Aufgabe. 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 Ich werde euch erschlagen. Unsere Aufgabe. Ich werde euch erschlagen. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Zeigt keine Gnade. So. Wir erobern für das Imperium. Gut. Wir kennen unsere Aufgabe. So. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Ich
Ist die Kabale-Festung schon weg? Nur, wer sagt's denn? Mhm. Na gut, da kommen die gleich rum. So, einfach geht das. So einfach geht das. Wir wollen ja auch nicht lange Zeit damit verschwenden. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist Menü. Speichern. Ich werde jetzt nach jedem Arbeitsschritt, sag ich mal, im Grunde genommen. Werde ich jetzt speichern, einfach damit wir dann halt nicht immer wieder komplett von vorne anfangen müssen, weil ich habe jetzt eben schon angefangen und ich habe das gemacht und war schon mit den Tower am Kämpfen und das ist mir einfach schlicht und ergreifend zu blöde, wenn mir das dann auf einen Meter um die Ohren fliegt. Also von daher, ab jetzt ein bisschen mehr gespeichere, ich habe da einfach auch keine Lust, dann immer wieder von vorne anzufangen. So, also, Tülüt, dieser Zug ist beendet. Und wir werden das dann so machen, dass wir halt eben jetzt den Kampf gegen die Tau nämlich in einem Stück auf. Und da werden wir dann halt eben entsprechend im Zweifelsfall auch hier dann zwei Folgen haben. Wahrscheinlich, davon gehe ich mal aus. Der riesige Militärkomplex der Tau auf dem zweiten Mond von Kaurava 2 hatte immer schon Zwecken dienen sollen, die auch über den derzeitigen Krieg hinausgingen. In einem System, das von den Tau dominiert wird, sollte dieser Komplex ein wichtiger Außenposten an der Grenze des Sternenreichs sein. Die Mondbasis wurde Nanyanoi oder Schwertmond genannt. Das bezog sich auf die gewaltige Arka-Kanone, die dort gebaut worden war. Diese Waffe konnte ihren vernichtenden Ionenstrahl auf jedes beliebige Territorium, auf jedem beliebigen Planeten im System richten. Schwere Befestigungen und Luftabwehrfelder waren nicht genug für die Architekten der Erdkaste in Nanyanoi. Sie fügten noch ein Orbitalverteidigungssystem hinzu, das Ionenstrahlen abfeuern konnte, die denen der Arka-Kanone ähnelten. Diese waren so eingestellt, dass sie nur Eindringlingen Schaden zufügen konnten und die Infrastruktur von Nanyanoi verschont blieb. Nach der Fertigstellung sollte Nanyanoi uneinnehmbar sein. Leider wurde die Tau-Festung jedoch angegriffen, bevor sie fertig wurde. Viele Systeme und Befestigungen waren noch nicht vollständig in Betrieb, einschließlich der Orbitalverteidigung. Eine Invasionsflotte hätte abgeschossen werden können. Bei einer kleinen Streitmacht, die eine der Lücken in der äußeren Verteidigung der Tau nutzte, wäre dies jedoch nicht so leicht. Dass so etwas geschähe, war zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So sieht's aus. Und wir sollen uns natürlich, wie soll's anders sein, durch diese Lücken schleichen. Wir begrüßen eure gütige Anwesenheit, Aonhoir. Ich sehe, dass Ihre Techniker der Erdkaste großartige Fortschritte beim Bau der Basisstation Nanyanoi gemacht haben. Ja, Eure Eminenz, sie ist fast fertig. Es gibt nur noch wenige Lücken in der Verteidigung und diese werden schwer bewacht, bis unser orbitales Verteidigungssystem voll einsatzbereit ist. Stelle Stabilisatoren ein. Bereit zum Feuer. Ausgezeichnet. Und diese AK-Kanone, die Sie gebaut haben, ein ziemliches Wunder, so wie ich es verstanden habe. In der Tat.
Von diesem Mond aus können wir auf jedes bewohnbare Gebiet im Kaurava-System feuern. Möchtet ihr sie selbst besichtigen? Sie schadet nur fortgeschrittenen Lebensformen. Bauwerke und pflanzliches Leben sind nicht betroffen. Das ist wahrlich sehr lobenswert. Unsere Orbitalverteidigung wurde mit der gleichen Technologie gebaut. Beide werden von hier aus gesteuert. Was ist das? Die Verteidigung ist irgendwie durchbrochen worden. Ich muss mich darum kümmern. Bitte, Eure Exzellenz, kehrt zur Koalitionszentrale zurück. Ja, das wird wohl das Beste sein. Speer entsenden. Die Stelle des Durchbruchs muss gefunden werden. Das darf nicht noch einmal vorkommen. Sofort alle Feuerkrieger und Krotjägertrupps benachrichtigen. Hoffen wir, dass unsere Verteidigung stark genug ist, sie abzuwehren. Okay, nun denn. Schwestern, unser Ziel ist es, die äußere Verteidigung möglichst schnell zu durchbrechen. Dann können wir einen Brückenkopf errichten, von dem aus wir unsere Angriffe starten können. Genau, dann werden wir genau das tun. So, und sobald wir diese Basis dann halt eben auch erobert haben, werde ich dann halt eben den nächsten Speicherpunkt setzen. Ich werde euch erschlagen! Ich werde euch erschlagen! Im Namen des Imperators! Wir werden über die Unmächtige herfallen! Macht sie nieder! Gut. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Gut, der Seraphim-Trupp, der ja, ist halt einfach nicht stark genug. Ich bin auch am Überlegen, ob es Sinn macht, den überhaupt noch dann wieder einzusetzen. Ich denke mal nicht. Hol erstmal die Kiste da. Spürt unser Ich werde euch erschlagen! Ich bin getroffen! Du bist stark! Und das wird auch nötig sein! Zeigt keine Gnade! Ich werde euch erschlagen! Zeigt keine Gnade! So, jetzt müssen wir die Gebäude hier so schnell wie möglich ausrotten. Das läuft gut. Ich werde euch erschlagen. Mhm. Zeigt kein Erbarmen. Ich werde euch erschlagen.
Gut. Zeigt kein Erbarmen. Hier kommt der Emulator. Wir kennen unsere Aufgabe. Dieser Bereich ist gesichert. Wir kennen Schwestern, unsere Aufgabe. Hört mich an. Macht euch bereit für den Krieg. Beeilt euch dabei. Wir dürfen die heilige Pflicht nicht hinauszögern. Ich diene. So. Ach so. Jetzt zumindest schon mal herkommen. Da haben wir noch ein... So, und da wollen wir jetzt mal kurz pausieren. Menü. Speichern. Und das wird Mission 122. Okay. Und weiter geht's. Wir müssen die Position unserer Sicherheitslücke finden. Schicken Sie Späher aus. Lassen Sie alle möglichen Durchbruchstellen absuchen. Ich will schnellstmöglich Berichte. Sie werden sofort ausgeschickt. Protokoll bestätigt. Wir erobern für das Imperium. So, da haben wir... Ja. Bauprotokoll bestätigt. Ich diene. Bauprotokoll bestätigt. Schwestern, melden sich zum Dienst. Ich diene. Sofort. Bauprotokoll bestätigt. Wir kennen unsere Aufgabe. Schwestern, melden sich zum Dienst. Wir lassen die Trupps erstmal so, wie sie sind. Das ist nicht weiter wild. So, den werden wir jetzt schön mal da platzieren. Wir kennen unsere Aufgabe. Hier werden wir erstmal alles komplett abriegeln. Gut, hier können wir nicht weiter. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus, alles soweit. So, hier läuft das Upgrade. Die Trupps sind da, das heißt jetzt erstmal auch hier mehr. Wie viele Späher haben wir entsendet? Und wieso gibt es noch keine weiteren Meldungen? Von wo haben Sie zuletzt Bericht erstattet? Kommandant, Sie sind alle in Sektor 3 rot. Dann sollten wir unsere Streitkräfte dort konzentrieren. So, die Kathedrale, wie weit ist sie? Dieses Überraschungsangriffs macht mir Sorgen, Kommandant. Sagen Sie, wann können wir mit der Verstärkung... Okay, super. Jetzt gleich. Weiser, wie ihr wisst, hat der Warpsturm unsere normalen Navigationsgeräte nutzlos gemacht. Die Flotte wird von 3 Signalen innerhalb Nanya Neus geleitet. Solange alle 3 Signale funktionieren, sollte es nicht lange dauern. Das ist gut. Ich fürchte, wir werden diese zusätzlichen Truppen brauchen. Damit ist auch klar, was jetzt unsere erste Aufgabe sein wird. Die Leitstrahlen der Tau zerstören. Also gut, hier die da. Ja, okay, kriegen wir hin, würde ich sagen. Das kriegen wir hin. Was haben wir hier? Lautsprecher brauchen wir erstmal nicht. Perfekt. Den können wir erst, die lebende Heilige können wir erst bauen, wenn wir dann soweit sind. So, wo ist die? Da. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Hier kommt der Emulator. Also da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs momentan. Wir sind auf Maximum. Sehr schön. Plus 19.
plus mit dem Todeskult-Assassin, den können wir mal ein bisschen losschicken und spähen lassen. Und eigentlich gut unterwegs soweit. So, jetzt lass uns mal gucken. Das sind die kleinen Trupps, die wir jetzt erstmal aufrüsten werden. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. So. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir können wir noch nichts Aufgabe. Machen? So. Warum nicht? Okay. Das orbitale Verteidigungssystem wurde aktiviert und vorbereitet. Es ist jetzt bereit zum Feuern. Ist der Feind anvisiert? Ja, Commander Oreska, aber nicht alle Kühlsysteme sind eingerichtet. Die Kanone wird überhitzen, wenn wir zu oft feuern. Nun, feuern Sie so oft, dass die Sicherheit erlaubt. Wir müssen den Feind nur aufhalten, bis unsere Verstärkungsflotte eintrifft. Okay, dann wird das unser erstes Ziel. Wir holen uns die Kontrolle über die Orbitalverteidigung. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust. Gut, Missy, dann geh du mal dahin. Ich gehe. Guck dir das mal an, was da so passiert. Wir kennen unsere Aufgabe. Eine gute Entscheidung. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere okay, Aufgabe. Okay, da ist ein größerer Trupp Krot. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Mhm. Okay. Dann wissen wir jetzt, was Fakt ist. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wir haben noch keine Schwerwaffen in diesen Trupps. Das ist problematisch. Sollte aber bis zum Auftreffen auf die Hauptverteidigung der Gegner soweit erstmal erledigt sein, dass wir zumindest ein paar Waffen haben. Wenn wir nicht viel Zeit haben, sollten wir uns auch auf jeden Fall beeilen. Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Erschlag den Feind! Erschlag den Feind! Na los, dann reißt das Ding da ein. Gegnerische Basen wir hier haben, desto besser. Ich werde euch erschlagen. Zeigt keine Gnade. Gut. Das sieht doch eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Okay, bisher sind wir ja ganz gut unterwegs. Ich werde euch erschlagen! Zeigt keine Gnade! Zeigt keine Gnade! Feuer eröffnen! Zeigt kein Erbarmen! So, wir haben noch 23 Minuten, bis die Verstärkungen eintreffen. Zeigt keine Gnade!
Dann wollen wir erstmal sehen, dass wir hier reingehen kommen, in die Gegend kommen, um erstmal das Orbitalbombardement auszustellen. Richtig, holen wir uns erstmal die Kolossus-Anzüge. Feuer eröffnen! Zeigt keine Gnade! Da habe ich da einen verloren. Da. Wir kennen unsere Aufgabe. Zeigt keine Gnade! Wir kennen unsere Aufgabe. Ich will euch erschlagen! Zeigt keine Gnade! Sie versuchen, die Steuerung der Orbitalverteidigung unter Kontrolle zu bekommen. Wir müssen sie um jeden Preis davon abhalten. Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Ich werde euch erschlagen! Gut jetzt. Erschlagt den Feind! Oh, da ist noch ein Kolossus. Ich werde euch erschlagen! Ist das der letzte? Ich hoffe mal. Ich werde euch erschlagen! Zeigt kein Erbarmen! Kennen unsere Aufgabe. Ich werde euch erschlagen. Ich werde euch erschlagen. Gut, so, dann werden wir hier jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen aufräumen. Na komm schon. So, 21 Minuten. Da müssen wir jetzt wirklich sehr flott sein und uns hier jetzt durch diese nächsten Basen fressen. Aber wenn halt eben die entsprechende Gegenwehr so aussieht, wie sie es bisher tut, dann sind wir eigentlich ganz gut bei der Sache, weil... Wir kennen Orbitalverteidigung bereit zum Feuern. Gut, solange sie nur auf meine Servitoren schießen, ist mir das wurscht. Die sind ja schnell wieder hergestellt. Hm. Wir sollten auch nochmal... Warte. Da. Ja, prima. Sehr gut. Wir erobern für das Imperium. Sie haben die Kontrolle über das orbitale Verteidigungssystem übernommen. Sie setzen unsere Verteidigung gegen uns ein. Wir müssen sie zurückerobern. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. So. Gucken, niemanden zurücklassen. Gute Entscheidung. Erschlag den Feind! Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir werden mal ein paar Trupps abkommandieren. Wir kennen unsere Aufgabe. Wir kennen unsere Aufgabe. Ja, gut. Wir kennen unsere Aufgabe.